Liebe Kinder und Eltern an den Bildschirmen zu Hause, Weihnachten 2020 wird anders verlaufen als die Weihnachtsfeste, die wir gewohnt sind. Sicher habt ihr das mitbekommen. Es wurde und wird diskutiert, ob Oma und Opa besucht werden können, ob Besuch kommen kann, wer und wie viele und ob ihr zu Gottesdiensten gehen könnt und wollt. Wir haben uns entschlossen, für diejenigen, die gerne zu Hause bleiben, einen Gottesdienst aufzuzeichnen. Wir, das ist eine Gemeinschaft von Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche. Und wir wollen euch diesen Gottesdienst nach Hause bringen, damit es Weihnachten werden kann. Ob in den Kirchen oder an den Bildschirmen, entscheidend ist doch, dass wir Gottesdienste feiern und dass wir Gemeinschaft haben. Und dass es Weihnachten wird in unseren Familien und vor allem in unseren Herzen. Darum laden wir jetzt Gott ein, mit uns zu feiern. Und feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Zeichen, dass Jesus in unserer Mitte ist, zünden wir jetzt die Jesuskerze an. Wir wollen zusammen beten. Guter Gott, die Geschichte von der heiligen Nacht gibt uns Menschen Mut. Jesus, unser Bruder und Freund, ist geboren. Er macht unser Leben hell und froh. Er schenkt uns seine frohe Botschaft. Er ist auch heute in unserer Mitte. Dafür danken wir dir. Amen. Jetzt eine Geschichte, die man sich schon seit 2000 Jahren immer erzählt, immer an Weihnachten. Hör gut zu. In jener Zeit, damals, vor über 2000 Jahren, war Rom die Hauptstadt aller Welt.
Dort regierte Kaiser Augustus. Er brauchte viel Geld aus seinem Reich. Und jeder sollte bezahlen. Er überlegte sich, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt werden sollten. Also schickte er Boten überall hin, damit sie die Botschaft überbringen sollten. Jeder im Weltreich soll sich melden. Geht alle dorthin, meldet euch dort, wo ihr geboren seid. So will es der Kaiser. Ein Bote kam auch nach Nazareth. In Nazareth lebte Josef mit seiner Frau Maria. Josef hörte die Botschaft des Boten. Also machte sich auch Josef mit seiner Frau Maria auf den Weg nach Bethlehem, denn dort war Josef geboren. Seine Frau Maria sollte auch bald ein Kind bekommen. Als Maria und Josef in Bethlehem waren, kam die Zeit, da sie das Kind, einen Sohn, bekommen sollte. Und sie suchten nach einem Zimmer zum Schlafen. Josef klopfte an die erste Tür eines Gasthauses. Die Tür ging auf. Und Josef fragte den Wirt, ob er ein Zimmer für sie frei hätte. Aber der Wirt schickte sie weiter. So klopfte Josef weiter an viele Türen. Aber sie fanden nirgends einen Platz zum Schlafen. Als sie an der letzten Tür standen, sagte der Wirt, er habe draußen auf dem Feld einen Stall. Dort könnten sie schlafen. Dort wäre es warm und trocken. Und Maria und Josef gingen und suchten den Stall. Und als sie ihn gefunden hatten, gingen sie hinein. Und in diesem Stall, mitten in der Nacht, bekam Maria ihren Sohn. Sie nahm ihn und wickelte ihn in Windeln. Währenddessen saßen ein paar Hirten auf dem Feld und passten auf ihre Schafe auf. Die Nacht war dunkel und kalt. Aber mitten in der Nacht wurde es plötzlich hell am Himmel.
und es erschien ihnen ein Engel. Dieser Engel sprach: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Wie der Engel wieder verschwunden war, standen die Hirten zunächst ganz starr. Und sie konnten nicht begreifen, was der Engel gesagt hatte. Doch dann gingen sie los, um das Kind im Stall, den Retter, den Messias, zu suchen. Sie fanden das Kind in der Krippe. Sie knieten nieder und blickten das Kind voller Liebe an. Und mit einem Mal wurde es leuchtend hell und eine große Freude erfüllte sie. Vor Weihnachten haben wir Kinder im Kindergarten und in der Schule gefragt, was für sie das Allerwichtigste an Weihnachten ist. Die Antworten hört ihr jetzt. Weihnachten ist für mich, wenn das Christkind kommt. Ich mag einfach den Christbaum. Weil man dann zusammen feiert und weil man Geschenke kriegt. Weihnachten ist für mich schön, wenn ich zusammen mit meiner Familie feiern kann und dass ich dann auch mal beim Krippenspiel auch was spielen kann. An Weihnachten ist schön, wenn man einfach mit seiner Familie schön feiern kann. Wenn die Geschenke da sind. Wenn die Geschenke unterm Baum liegen. Weihnachten ist für mich wie ein Fest der Freude. Wenn die Sterne leuchten. Weihnachtsdeko. Weihnachten ist für mich ein Fest mit der Familie. Weihnachten ist für mich, wenn ich Geschenke bekomme. Wenn ich ein Elektroauto kriege. Dekoration. Weihnachten ist für mich ein schönes Fest. Dass ich meine Verwandten sehe, weil die wohnen immer voll weit weg von mir. Wenn meine Familie da ist. Weihnachten ist für mich, wenn es Geschenke gibt. Wenn die Familie zusammenkommt und man Plätzchen isst. Wenn das Christkind kommt.
Ja, liebe Kinder, vielen Dank für eure tollen Antworten. Was ist mir wichtig an Weihnachten? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe jetzt einfach drei kleine Gegenstände mitgebracht, was für mich persönlich an Weihnachten ganz wichtig ist. Da ist zunächst einmal diese Mappe. Ihr kennt die wahrscheinlich. Ich habe die immer dabei bei Gottesdiensten. Für mich als Pfarrer ist an Weihnachten natürlich wichtig, die vielen Gottesdienste zu feiern. Und ich freue mich da richtig drauf, auf diese Unterschiedlichkeit der Gottesdienste. Das sind zunächst die Gottesdienste mit den Kindern, dann die abendlichen und die nächtlichen Gottesdienste, wo die Lichter an den Christbäumen in unseren Kirchen so richtig schön zur Wirkung kommen und wo wir miteinander Stille Nacht singen. Einfach wunderbar. Und dann am 25. die festlichen Gottesdienste mit besonderer Musik. Mein zweiter Gegenstand ist dieses Jesuskind. Es ist das Jesuskind von meiner persönlichen Krippe. Wenn ich in der Nacht von der Christmette nach Hause komme, dann stelle ich dieses Jesuskind ganz bewusst in die Krippe hinein. Und da vollziehe ich dann persönlich für mich das, was ich vorher mit der Gemeinde gefeiert habe. Und es ist für mich ein ganz stiller Moment, in der ich eine tiefe Freude spüren darf. Und als dritten Gegenstand habe ich diese Karte mitgebracht. Zu Weihnachten gehört für mich auch viele Grüße und kleine Aufmerksamkeiten für liebe Menschen. Gerade in diesem Jahr, das ja so besonders ist, freuen sich die Menschen ganz besonders über kleine Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen und die zum Ausdruck bringen, dass Gottes Herz für uns schlägt. Deswegen kommt er ja auch auf die Welt. Und das möchte uns mit Freude erfüllen. Und das ist für mich das Wichtigste an Weihnachten, die Freude. Amen. Jesus, du bist in die Welt gekommen, damals zu den Hirten. Du hast sie froh gemacht. Du hast Licht in ihr Leben gebracht. Komm auch heute zu uns und allen Menschen. Erhöre unser Gebet. Ich bringe ein Licht für alle, die allein und einsam sind. Ich bringe ein Licht für alle, die krank sind und Schmerzen haben. Ich bringe ein Licht für alle, die arm sind und hungern müssen. Ich bringe ein Licht für alle, die sich streiten und sich nicht vertragen. Ich bringe ein Licht für alle, die diesen Gottesdienst zu Hause mit uns feiern. Ich bringe ein Licht für alle an, die wir jetzt besonders denken. Betet man nun voller Vertrauen mit den Worten, mit denen Jesus schon damals mit den Menschen und den Kindern gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes stellen wir uns gemeinsam unter Gottes Segen. Gott meint es gut mit uns und er geht mit uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Freude.